Willkommen auf meinem GIMP-Kanal zu einer neuen Episode. Mein Name ist Michael. In diesem Tutorial möchte ich mit euch gemeinsam den chromatischen oder einen chromatischen Effekt erzeugen bei einem Frauenporträt. Dazu habe ich hier diese Vorlage gerichtet. Die Beschreibung bzw. den Link dazu gebe ich in die Beschreibung des Videos mit hinein. Das Foto steht unter einer Creative Commons Lizenz, glaube 2.0. Und wenn ihr das weiter verbreitet, müsst ihr das angeben. Beziehungsweise, wenn ihr das wiederherstellt, müsst ihr den Namen nennen. Okay, ich würde vorschlagen, beginnen wir damit, dass wir die Ebene hier einmal duplizieren. Schalten die untere Ebene aus. Jetzt werden wir etwas schärfen hier. Gehen wir auf Verbessern, Unscharf maskieren. Lassen hier die Standardwerte stehen und bestätigen einfach mit OK. Wenn das Porträt geschärft ist, werden wir zwei transparente Ebenen erstellen. Ich erstelle hier erst einmal eine und dupliziere diese Ebene gleich noch einmal. Hier gehen wir nun hin und stellen unseren Ebenenmodus bei der unteren Ebene auf Abziehen, also Substrakt, und auch hier bei der oberen Ebene auf Abziehen. Stellen hier die obere Ebene die Deckkraft auf 15%. Ja, 15%. Und hier bei der zweiten Ebene von oben auf 10%. Und nun gehen wir hin, nehmen Gelb, die Farbe Gelb, die findet ihr, wenn ihr einfach hier oben Yellow eingebt, ja, dann kommt ihr zu Gelb. Nehmen diese Farbe und ziehen sie uns hier in die erste, in die zweite transparente Ebene von oben hinein und lassen sie los. Ja, wir werden jetzt hier das Bild so und einfach ein bisschen die Farbtöne, das Gelb und das Rot herausnehmen, weil wir werden jetzt hier nochmal die Farbe Rot nehmen, auch das gleiche wieder einfach Red hier eingeben, dann findet ihr die Farbe Rot und ziehen das Rot hier in unsere transparente Ebene hinein. So, wenn wir das gemacht haben, rechte Maustaste auf die obere Ebene, sichtbare Ebenen vereinen. So, nun werden wir die Augen des Weißen ein bisschen aufhellen. Dazu erstellen wir wieder eine neue Ebene, transparent. Suchen uns hier ein neutrales Grau. Ich habe in dem Fall hier das Grau 89, 89, 89 genommen. Bestätigen mit OK und ziehen uns das Grau hier in die soeben erstellte transparente Ebene hinein und stellen unseren Ebenenmodus auf weiche Kanten oder Soft Light. Nun stellen wir die Standardfarben wieder ein und bringen hier das Weiß nach vorne, nehmen uns einen Pinsel und ich nehme hier eine 0,75er Pinselspitze und nehme hier die Härte ziemlich raus, mache das Foto mal ein bisschen größer, 100% reicht mir noch nicht, gehe mal auf 200 und werde jetzt den Pinsel dementsprechend anpassen, vielleicht 20 oder so, werde jetzt hier die Augen des Weiß aufhellen. Noch ein bisschen kleiner machen, dass wir auch schön in die Ecken hier reinkommen, in diese Stellen da, dass wir das halbwegs ordentlich machen. Ihr macht es natürlich wie immer besser als ich. Ja. Das ist ja klar. Ja. Also so ein bisschen so, so. Und auch hier das gleiche. Gehen wir mal hier gleich herum. Mit dem kleinen Pinsel. So. Vielleicht, weiß nicht, kriegen wir das hier. Ach, fahren wir mal da unten entlang. Wir werden sehen, wie das aussieht. Und nun holen wir hier auch das Weiß rein. So, da noch so ein bisschen. Pinsel ein bisschen kleiner machen. Und ich würde sagen, jo, lassen wir das mal so. Schauen uns das mal an. Wir passen das Bild wieder ins Fenster ein. Und wenn wir jetzt hier oben die Ebene deaktivieren, dann sieht man, dass wir das Weiß herausgeholt haben. Das brauchen wir, das ist ganz wichtig für uns. Rechte Maustaste auf die obere Ebene nach unten vereinen. Im nächsten Schritt schalte ich mal hier wieder auf 200%. Entschuldigung. Und schalte die Schnellmaske ein. Hier unten Schnellmaske. Ja. Stelle die Farben wieder standardmäßig ein, nehme einen Radierer und stelle hier die Pupillen frei. Ein bisschen härter machen hier. So ein bisschen. Stelle hier die Pupillen frei, damit wir die Pupillen auch ein bisschen aufhellen können. Nehme ich einfach hier schnell mit der Schnellmaske, stelle ich das hier frei mit dem Radierer. Das geht völlig problemlos und schnell. Jetzt deaktivieren wir
unsere Schnellmaske, passen das Bild wieder ins Fenster ein, rufen Farben, Kurven auf und ziehen hier unten in den dunklen Bereichen, hier ziehen wir das ein bisschen nach oben, nicht allzu viel, nur so andeutungsweise, dass das nicht, sagen wir mal, zu hell wird, ja, das sieht ja dann auch nichts aus, sondern einfach mal hier so ein bisschen aufhellen, nicht viel, das war's dann schon. So, jetzt gehen wir auf Auswahl, nichts, gut, jetzt so weit, so gut, jetzt haben wir erstmal hier einige Arbeiten geleistet, original und etwas bearbeitet. Jetzt rufen wir Filter, Gimmick auf und beginnen zu schärfen. Hier stellen wir erst einmal den Ebenenmodus bzw. das auf groß, das Bild, dass wir was sehen, gescheit. Gehen auf Details, Freaky Details. Das ist der Highpass. Auf Freaky Details. Lassen hier Luminanz stehen. Und nehmen beim ersten Wert bei der Amplitude 1. Und bei der Skalierung nehmen wir einen Wert von 35. Und hier haben wir so ein, sieht man, so einen Rand drin oder so einen Strich. Den können wir entfernen, indem wir hier bei Parallel Processing auf einen Thread gehen, also One Thread, und bestätigen mit OK. Wenn wir das gemacht haben, können wir jetzt hier noch ein bisschen nachschärfen mit Verbessern, unscharf maskieren. Aber maximal hier geben wir einen Wert von 200 ein. Aber ich glaube, im Grunde brauchen wir das nicht, weil wir das schon mal gemacht haben. Aber naja, nun gut, lassen wir das mal so. Jetzt duplizieren wir die Ebene und gehen hier hin, gehen auf Filter, Weichzeichner, Gaussischer Weichzeichner und nehmen hier einen Wert von 10 circa und bestätigen mit OK. Rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebenenmaske hinzufügen, weißvolle Deckkraft. Nun suchen wir uns wieder unser Grau, dieses 89, 89, 89 und ziehen uns dieses Grau in die soeben erstellte Ebenenmaske hinein. Was wir jetzt machen ist, wir bringen die Vordergrundfarbe und Hintergrundfarbe wieder standardmäßig hin, nehmen den Pinsel und stellen uns das frei, was wir nicht weich gezeichnet haben wollen. Ja? Also ich nehme mal hier die Augen und auch hier diese, wie sagt man, das Make-up, das nehme ich mal, stelle ich mal frei von dem Weichzeichner. Und den Mund, vor allem den Mund, das ist wichtig, ein bisschen größer hier. Man sieht es also ganz deutlich, wie hier der Weichzeichner weggemacht wird. Hier oben die, das deute ich so ein bisschen an hier, die Augenbrauen. Vielleicht, wenn wir wollen, schauen wir mal, können wir noch ein bisschen die Haare auch so andeutungsweise ein bisschen mitnehmen hier. Und ich würde sagen, ja, sieht ganz gut aus. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Nun müssen wir mit HSL Farben weiterarbeiten, also mit HSL Farbeinstellungen. Ich nehme jetzt erstmal hier mein Verschiebenwerkzeug, gehe auf Filter, Reshow Gimmick, mache das hier mal zu, gehe auf Farben und suche hier HSL Adjustment, also eine Einstellungsebene. Und hier lassen wir alles stehen und hier unten bei Gamma geben wir nur den Wert von 1,25 ein und bestätigen mit OK. So, nun werden wir die Ebene hier duplizieren, gehen auf Filter, Gimmick erneut anzeigen, schließen uns hier mal Colors und rufen Black and White auf, Black and White. Und hier werden wir jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild vorbereiten, eine Vorlage, die wir brauchen, um diesen chromatischen Effekt weiterhin erzeugen zu können. Hier gehen wir hin und werden beim Kontrast hier nur beim Kontrast hier einen Wert von 1,20 eingeben. Und nun scrollen wir hier runter und suchen uns hier Local Contrast. Bei Local Contrast geben wir den Wert von 17,20 ein und bei dem Radius gebe ich einen Wert von 195 ein und bestätige mit OK. So,
Und nun, um diesen chromatischen Effekt jetzt langsam dem Ende entgegen hinzubringen, müssen wir die Schwarz-Weiß-Ebene, die soeben erstellt wurde, noch dreimal duplizieren. Eins, zwei, drei. Wir schalten jetzt all die oberen drei Ebenen aus, markieren uns die vierte Ebene von oben und stellen hier, beziehungsweise ja, stellen hier die Ebenendeckkraft auf 50%. So, wenn wir das gemacht haben, gehen wir auf die obere Ebene, schalten die zu, stellen hier unseren Ebenenmodus auf weiche Kanten und geben hier einen Wert ein von 20%. Dann schalten wir die zweite Ebene von oben zu. Hier stellen wir unseren Ebenenmodus auf Bildschirm und auch hier geben wir wieder einen Wert von 20% bei der Ebenendeckkraft ein und zum Schluss noch einmal die letzte Ebene auf weiche Kanten und auch hier wieder auf 20% Deckkraft. So, wenn wir das gemacht haben, rechte Maustaste auf die obere Ebene, sichtbare Ebenen vereinen. Und jetzt sind wir diesem chromatischen Effekt schon sehr nahe gekommen hier. Das ist hier das Original. Und hier haben wir diesen chromatischen Effekt, der fast fertig ist. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir können das hier noch ein bisschen nach vorne bringen, indem wir hingehen, rufen Filter Jimmy erneut auf. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Dann gehen wir auf Details, Tone Mapping Fast. Und bei Tone Mapping Fast nehme ich hier einen Wert von 5, oder 5,20. Und bei der Power hier unten würde ich sagen, einen Wert von 0,15. Und bestätige mit OK. Und jetzt haben wir noch ein oder zwei Schritte vor uns. Das können wir uns raussuchen. Hier gehen wir erstmal auf Farben, Werte und stellen hier bei den Mitten, würde ich sagen, ja, so mal so 1,20 vielleicht. Ist ein bisschen hell geworden. Ich bin ja bei 1,12, habe ich gerade gesehen, aber sagen wir mal 1,10. Vielleicht und würde sagen, ja, bestätigen wir das so. Und jetzt sind wir im Grunde genommen fertig. Chromatischer Effekt, Frauenporträt. Wenn wir wollen, können wir jetzt hier noch ein bisschen, wenn wir das wollen, muss aber nicht sein, einfach hingehen und uns einfach machen, noch ein bisschen Retusche betreiben. Hier gehen wir, rufen Jimmy auf, rufen uns Repair auf und dann hier Smooth Skin und hier können wir der Einfachheit halber entweder mal auf Automatik oder auf gar nicht, auf None. Ich glaube, None ist ein bisschen viel, aber das ist dann reine Geschmackssache. Ich finde, das sieht ganz gut aus so. Gehen wir mal hier 50% ein, dass wir das nochmal besser vergleichen können. Original. Chromatischer Effekt, Frauenporträt. Ich hoffe, mein Tutorial hat euch Freude bereitet. Wenn, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Vielleicht schreibt ihr mir einen Kommentar und für die Neuen, die hierher gefunden haben, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und im Moment noch dazu gesagt, ich bedanke mich bei allen Abonnenten hier, die mir schon seit langer Zeit die Treue halten. Und ich hoffe, ich kann noch viele Tutorials machen und ihr bleibt mir gewogen. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.